Hallo und ganz herzlich willkommen heute zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten heute über ein Spiel sprechen, das es schon eine ganze Weile gibt, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, mir dieses Game anzugucken und ich kann es euch nur wirklich wärmstens empfehlen, vor allem wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt, die verrate ich euch gleich nach dem Intro. Wie ihr schon unschwer am Titel erkennen konntet, sprechen wir heute über Red Dead Redemption 2. Ich habe mir dieses Spiel für 25 Euro etwa geholt, und zwar die Ultimate Edition. Das war ein Sonderangebot über Epic, den Store. Aber auf Steam gibt es das momentan bis zum 5. Januar 2022 noch für 30 Euro. Und bei Keysellern gibt es das so um die 20 Euro. Da packe ich euch einen Link unten in die Beschreibung rein, falls ihr das Spiel noch nicht gezockt habt und in diesem Video herausfindet, ihr könntet euch das doch mal gönnen, dann schaut unten in der Beschreibung rein. Ich kriege eine kleine Provision natürlich dafür. Herzlichen Dank, falls ihr mich über diesen Weg unterstützen möchtet. Red Dead Redemption 2 ist für PC, PlayStation 4, Xbox One verfügbar. Es ist ein Third-Person-Open-World-Action-RPG meines Erachtens und das ist wirklich richtig verdammt gut gelungen. Für mich ist das weitaus mehr als ein GTA im Wilden Westen, denn die Story und die Inszenierung ist verdammt gut, verdammt atmosphärisch und die Sprecher, vor allem in der englischen Version, beziehungsweise gibt es dieses Spiel nur mit englischen Synchronsprechern, aber das lohnt sich in diesem Fall wirklich, denn diese Synchronsprecher machen eine verdammt gute Arbeit und das ist wirklich richtig gut gemacht. Ich kann es nur mehrfach verdeutlichen und wiederholen, um euch einfach klar zu machen, dass ist hier wirklich auf höchstem Niveau, was darüber gebracht wird. Die Story wird super inszeniert. Da kommen also nicht nur Cutscenes, die dann immer irgendwie weiter eine Geschichte erzählen, sondern manchmal ist es, wenn man von einem Lager zu einem anderen wechselt, und das passiert manchmal, dann finden Gespräche statt oder in manchen Situationen schnappt man wieder ein paar Informationshäppchen auf, die man davor noch nicht mitbekommen hat. Ab und zu findet man irgendwo eine Notiz oder jemand schreibt einem plötzlich unerwartet einen Brief und man erfährt so viel mehr über den Hauptcharakter, und das ist der Arthur Morgan, den man selbst spielt im Story-Modus. Mit Red Dead Redemption 2, wenn man sich diese Version holt, bekommt man ja einerseits die Story-Kampagne und andererseits den Online-Modus, also Red Dead Online. Das ist also quasi in einem Paket mit drin. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend, wenn man es so anschaut. Also Red Dead Online ist zwar günstiger, aber es ist nur der Online-Modus, und Red Dead Redemption 2 beinhaltet quasi den Story-Modus und den Online-Modus. Und ja, ich habe es euch jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Die Story wird super erzählt und grundlegend geht es darum, dass es sich um Outlaws dreht, letztendlich um einen Clan bzw. eine Gang Ende des 19. Jahrhunderts, ne, im Wilden Westen. Diese Outlaws, diese Gruppen, die zusammen ihr Leben gemanagt haben und unter sich waren und ihren eigenen Kodex und so weiter hatten. Diese Struktur zerbricht immer mehr in dieser Zeit, wo man dieses Spiel spielt jetzt. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Setting. Wenn wir über die Open World sprechen, muss ich wirklich sagen, genial. Ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr Open World Games gerne spielt, ist Red Dead Redemption 2 definitiv empfehlenswert. Es ist wunderschön anzusehen, also grafisch auch, obwohl es jetzt schon ein paar Jährchen alt ist, ist es immer noch richtig, richtig gut zum Anschauen. Und die kleinen Details in der Open World, die Detailverliebtheit, sei es die Vögel am Himmel, wie die Lichteffekte rübergebracht werden, die Nebeleffekte, wie viele Tiere dort in der Flora und Fauna quasi unterwegs sind, die Rinnen, die sich durch den Matsch ziehen, wenn man mit einem Pferdewagen, mit einer Kutsche durchfährt, oder ja, die kleinen Spiegelungen, Reflexionen im Wasser, bei den Flüssen, im Schnee, wenn man durch den Schnee wartet, dieser Schneeeffekt, der da, boah, es ist einfach nur genial gemacht und die Stimmung kommt hier wirklich richtig gut und atmosphärisch auf. Mir hat es besonders gut bisher in der Schneelandschaft gefallen, so erdrückend von der Atmosphäre, gefährlich, kalt, man verliert sich wirklich in dieser Welt, und genau das ist, was eine Open World eigentlich auch erreichen sollte, und das hat Rockstar Games
definitiv mit diesem Titel geschafft. Abseits dessen findet man aber auch sehr viel Detailverliebtheit, wenn es um die Schießereien geht, wenn es ums Reiten geht allgemein und das Erkunden von der Welt. Also es gibt sehr viele Details, was zum Beispiel den Look von dem eigenen Charakter, den man spielt, angeht. Man kann zum Barbier gehen, man kann unterschiedliche Bärte in unterschiedlichen Längen, unterschiedliche Haare, Haarschnitte haben. Man kann Klamotten vielschichtig wechseln, wie zum Beispiel die Weste, dann die Jacke drüber, unten die Cowboy-Stiefel letztendlich, lauter solche Sachen, die Hüte. Ganz viele Optionen, wo man sehr viel Auswahlmöglichkeiten hat. Und das finde ich auch sehr detailverliebt. Sowas mag ich sehr gerne. Genauso was die Schießereien angeht, wie sie sich anhören, wie die Effekte sind von den Waffen, wie sich die Waffen verhalten. Es gibt sehr viele Waffen, die man kaufen kann. Und da gibt es wirklich Unterschiede auch, wie sie sich verhalten auf Distanz, auf die Nähe und so weiter und so fort. Also alles, was man sich da erwartet von einem Game, was Shooter-Elemente mit dabei hat, finde ich, hier ist richtig was geboten. Das mit dem Zielen und allgemein Schießen verhält sich vielleicht ein bisschen anders zu typischen Shootern, aber ich finde, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran und ich finde, es spielt sich sehr, sehr gut. Ihr könnt noch viel mehr machen in Red Dead Redemption 2, nämlich zum Beispiel auch craften, Tiere jagen, Kopfgeldmissionen annehmen oder halt eben die Story verfolgen, die sich immer weiter eröffnet, je mehr man auch durch die Welt reist und mit den Charakteren spricht. Und das ist auch noch ein sehr besonderes Alleinstellungsmerkmal, finde ich, was das Spiel von vielen anderen Games abhebt. Es gibt wirklich Charaktere, die man mit dabei hat in seinem Umfeld oder die man kennenlernt, die eine Tiefe erzeugen, die wirklich Charakter haben. Und die Missionen selbst, auch wenn es nur kleine Nebenmissionen sind, erzählen teilweise wirklich Geschichten, die einen überraschen, die sehr gut inszeniert sind und auch interessante Wendungen nehmen und man sich auch mehr mit dem Charakter identifiziert, den man da spielt. Man lernt diesen Arthur auf eine andere Weise kennen oder von einer anderen Perspektive und das komplettiert dann irgendwann das Bild, was man von diesem Charakter hat und man hat Mitleid zum Beispiel manchmal mit ihm oder man fühlt einfach mit ihm mit und das ist eine wunderbare Sache bei einem RPG, bei einem Roleplaying-Game und das soll es ja auch sein und da merkt man auch wirklich bei diesem Spiel hier, das ich heute vorstelle, deswegen stelle ich es auch vor, man merkt wirklich den Unterschied zwischen manchen so hingerotzten Stories, hingerotzten Spielen, wo unfertig sind und so weiter und so fort. Und bei diesem Spiel jetzt, ich weiß nicht, wie es beim Release war, aber jetzt, ich spiele dieses Spiel jetzt und habe es angefangen Ende 2021 und ich muss sagen, es ist richtig verdammt gut gelungen einfach und definitiv diese 25 oder auch 30 Euro und meineswegen auch den Vollpreis wert. Das muss ich an dieser Stelle jetzt schon vorweg sagen. Man kann sich Gerichte kochen, man kann ein Lager aufschlagen, man kann sich Munition basteln, man kann Tiere jagen, die dann häuten, man kann das Zeugs dann auch wieder verkaufen. Es gibt verschiedene Händler, dort kann man einfach wie aus einem Regal sich die Gegenstände kaufen und auch Dinge verkaufen wieder. Das eigene Pferd muss nicht immer nur das gleiche eigene Pferd bleiben. Im Verlauf der Geschichte bekommt man zum Beispiel ein anderes Pferd oder kann sich ein anderes aussuchen. Man hat dann auch immer wieder die Wahl, dorthin zurückzugehen, sich andere Pferderassen anzuschauen, Zubehör für das Pferd zu kaufen, einen anderen Sattel zu kaufen, lauter solche Sachen. Also es ist wirklich sehr viel Individualisierung möglich in dem Game, abgesehen noch von Pokerspielen, die man machen kann in der Bar oder man fängt einfach eine Schlägerei an oder vielleicht, wie ihr hinten im Gameplay gesehen habt, ihr rennt einfach rum und rempelt die Leute an, dass sie in Matsch fallen. Das mache ich manchmal richtig gerne und das ist ein Punkt, den ich schon immer richtig besonders fand bei den Rockstar Games, also vor allem bei GTA. Ich habe das Neueste jetzt nicht gezockt bisher, aber die älteren GTA-Teile habe ich alle gezockt und diese Open World oder diese Open Worlds, die diese Firma erschafft, die laden einfach immer wieder dazu ein, irgendeinen Quatsch zu machen, irgendeinen Unsinn, einfach eine Kneipenschlägerei anzufangen oder sich mit Leuten im Matsch zu prügeln oder sie einfach dort reinzustoßen, weil sie dann voll dreckig sind und sich dann aufregen und dann werden sie böse und dann rennen sie einem hinterher. Lauter solche Sachen kann man da machen und wenn man zum Beispiel sich mit dem Gesetz anlegt, dann verfolgen die einen, da wird ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt, dann wird man wirklich verfolgt
verfolgt dort und da kommen dann irgendwann so viele Kopfgeldjäger, dass man es eigentlich kaum noch abwehren kann, außer man hat ein Glück oder man ergibt sich dann in dem Fall, dann landet man im Knast, dann muss man kurz im Knast bleiben, dann wird man wieder freigelassen. Lauter solche Sachen und hier sieht man einfach eine extreme Detailverliebtheit und das ist etwas, was wirklich für mich auch den Kern von Games ausmacht. Man merkt, da haben die Entwickler eigene Geschichten, eigene Lebensgeschichten reingepackt. Man merkt, sie sind wirklich mit Herz hier bei der Entwicklung dabei gewesen. Denn das sieht man, wenn man nur die Details anguckt, sieht man, wie viel Arbeit und wie viel Leidenschaft da reingeflossen ist. Und ich finde, genauso muss ein Spiel entwickelt werden, genauso sollte es sein. Und dass große Studios wie Rockstar Games sowas aus dem Hut zaubern, das ist ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft unserer Spielewelt, würde ich mal sagen. Deshalb, ich kann es euch nur ans Herz legen, dieses Spiel auszuprobieren, euch zu kaufen. Bei Steam könnt ihr es ja kaufen, falls es euch in den ersten ein, zwei Stunden nicht gefällt, könnt ihr es ja zurückgeben. Ich packe euch die Links alle unten rein. Ich kriege für Steam keine Provision. Also falls ihr es über Steam holt, holt es einfach dort und guckt es euch kurz an. Vielleicht gefällt es euch auch gar nicht. Aber wir kennen uns ja ein bisschen, denke ich, die meisten, die hier reinschauen ins Video. Und ich weiß, ihr mögt Third Person, so wie ich. Open World, die meisten zumindest, so wie ich. Und natürlich Action, Schießerei am besten. Man kann auch viel plündern in diesem Spiel. Es gibt viel Loot eigentlich auch. Und wenn möglich auch noch eine schöne, packende, gut inszenierte Geschichte. All das bringt Red Dead Redemption 2 mit. Und deswegen, auch wenn es schon längst released ist, wollte ich heute hier ein Video dazu machen. Einfach um es euch vorzustellen und euch in den Kopf wieder zu rufen und zu sagen, falls ihr dieses Spiel noch nicht gezockt habt, jetzt ist vielleicht die beste Zeit, um das zu tun. In diesem Sinne, das war mein wahrscheinlich letztes Video für dieses Jahr 2021 heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Reinschalten. Am Anfang des Jahres wird es erst kurz ein bisschen ruhiger wahrscheinlich noch wegen Urlaubszeit, aber ich denke, spätestens Hälfte Januar geht es dann wieder los hier auf dem Kanal mit neuen Videos. Vielleicht auch schon früher, könnte gut sein. In diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht es gut, rutscht gut rüber ins neue Jahr alle zusammen und herzlichen Dank wie immer für euren Support. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und auf Wiedersehen.